Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir schönen guten Morgen. Wenn man das Budget der türkis-grünen Bundesregierung, das wir morgen zu erwarten haben und das, was man darüber weiß, jetzt schon anschaut, lässt das eigentlich nur einen Schluss zu. Weder die ÖVP noch die Grünen rechnen scheinbar damit, dass sie in einer nächsten Regierung überhaupt noch vertreten sind. Weil diesen budgetären, finanziellen und wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen, den sie hinterlassen, da gehen sie wohl davon aus, dass den andere aufräumen müssen. Sich selbst würden sie sowas sicher nicht zumuten. Geschätzte Damen und Herren, diese Regierung verschwendet in einem Maß Steuergeld, das eigentlich jetzt schon über Jahre sonst wo unerreicht ist. Es hat begonnen bei den Corona-Förderungen. Sie rühmen sich, am meisten Geld ausgegeben zu haben von allen europäischen Ländern. Das mag so sein. Die Frage ist, ob es gewirkt hat. Und es hat nicht gewirkt. Wir waren trotz dieser Milliardenzahlungen, insbesondere unglaublich viel Geld für Millionärinnen und Millionäre, für Unternehmen, die es gar nicht so gebraucht hätten. Wir waren beim Wirtschaftswachstum im unteren Drittel in der Europäischen Union. Das ist ein bisschen so wie im Fußball, wenn man Millionen für gute Stürmer ausgibt und sich dann, oder vermeintlich gute Stürmer ausgibt und sich dann in der Regionalliga Ost wiederfindet. Das ist das, was da passiert ist. Und das wirklich Tragische ist, dasselbe geschieht jetzt bei dieser Rekordinflation und bei den Maßnahmen gegen diese Rekordinflation. Es sind Milliarden ausgegeben worden, 6 Milliarden ungefähr, allein dieses Jahr. Und was ist billiger geworden? Es ist nichts, nichts, überhaupt nichts billiger geworden. Statt Maßnahmen umzusetzen, um die Preise zu senken, was so essentiell wäre, leistet die Bundesregierung sich Einmalzahlungen, die bereits jetzt schon wieder verpufft sind. Das Problem ist, und das ist jeden, wirklich jeden außer dieser Bundesregierung scheinbar bewusst und jeden in ganz Europa bewusst, Einmalzahlungen nützen nichts. Es müssen die Preise runter. Die Preise müssen endlich runter. Es braucht einen Deckel auf die Preise, denn die Prognosen, die es gibt, die sind düster genug. Wir haben jetzt schon heute 10,5% Inflation. Forscherinnen und Forscher rechnen damit, dass noch einmal nächstes Jahr an die 6-7% dazukommen. Gleichzeitig gibt es kein Wirtschaftswachstum mehr in Österreich. Es ist erstmals seit langem der Fall, dass Wirtschaftsforscher in Österreich von der Stagflation sprechen. Eine Mischung, die toxisch ist, die Arbeitslosigkeit erzeugt und die Preise weiterhin auftreibt und die Betriebe in Österreich massiv gefährdet. Und die ersten Vorboten haben wir schon gesehen. Es gibt jetzt schon Betriebe, die Produktion einschränken oder Produktion überhaupt einstellen. Es sind sofort Maßnahmen zu setzen, geschätzte Damen und Herren. Maßnahmen, die dringend notwendig sind. Und die wohl dringlichste Maßnahme ist, dass es endlich einen Deckel auf Gas und Strom und allen anderen Energiepreisen geben muss in Österreich. Wir haben, Sie können sich vielleicht erinnern, vor einigen Wochen ein Modell vorgestellt, das europaweit anwendbar ist und das in Österreich anwendbar ist. Wie wir es vorgestellt haben, hat die Bundesregierung gesagt, geht nicht. Inzwischen redet schon der Herr Nehammer davon, dass es europaweit so geschehen muss. Es ist immer dasselbe Spiel. Wir schlagen etwas vor, die Regierung sagt, es geht nicht und einen Monat später kommen sie drauf, dass es sinnvoll ist und beginnen davon zu reden, als ob es das eigene Modell wäre. Ist wurscht, wenn es so ist. Sie sollen es nur tun. Sie sollen agieren. Und was kommt da jetzt wieder? Es geht nicht. Wir haben in der letzten Parlamentssitzung einen Antrag angebracht, dass in Österreich wenigstens die Vorbereitungsmaßnahmen für den Gaspreisdeckel gestartet werden. Haben Sie abgelehnt. Wir werden morgen wieder einen Antrag einbringen, dass bitte jetzt Vorbereitungshandlungen für einen Gaspreisdeckel endlich angegangen werden. Wir sind doch keine Insel. Sie brauchen nur noch Deutschland schauen, wo das derzeit umgesetzt wird. Und was uns
selbstverständlich und bedauerlicherweise auch unter Zugzwang setzen muss. Wir müssen aber auch andere Maßnahmen setzen. Die Mehrwertsteuer muss befristet auf Energie und Lebensmittel runter oder ausgesetzt werden. Auch das geschieht in Deutschland und wir müssten längst nachziehen. Die nächste Frage ist, was ist mit Benzin? Wir erleben jetzt seit fast einem Jahr, dass die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten 20 Cent pro Liter zu viel zahlen. Das hat jetzt sogar die Bundeswettbewerbsbehörde festgestellt. Und was tut der Wirtschaftsminister, außer in der Pendeluhr schlafen? Nichts. Es geschieht einfach nichts. Er hätte die gesetzlichen Möglichkeiten, das zu regeln, und es wird nichts geregelt. Und was tut die Bundesregierung insgesamt bei diesem Problem? Sie setzt noch einen Inflationsfaktor drauf, nämlich die CO2-Steuer, die jetzt eingeführt wurde und dafür gesorgt hat, dass der Preis noch einmal um ca. 10 Cent gestiegen ist. Und sie wird mit 1.1. noch einmal erhöht, was noch einmal 150 Millionen Euro mehr für die Menschen in Österreich bedeutet. Das ist jetzt der falsche Weg, das falsche Signal, geschätzte Damen und Herren. Es ist ja nicht nur das Benzin, der Treibstoff, der betroffen ist. Es wirkt ja auf alle Energieformen und wirkt sich aus. Und heute in der Früh beim Hergehen habe ich einen Bekannten getroffen und wir haben über dieses Problem gesprochen und der sagt, zählt mir seine Mutter, 88 Jahre alt, Pensionistin, zahlt ohne die CO2-Steuer 4.000 Euro mehr fürs Gas im Jahr. 4.000 Euro. Und dann kommen noch 250 Euro CO2-Steuer dazu. Was hat das für einen Sinn jetzt, frage ich mich. Es hat keinen Sinn und wäre gut, wenn dieses System auch so zu einem Ende kommen würde und diese Erhöhung ausgesetzt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, die Deutschen führen den Gaspreisdeckel ein. Der steht jetzt vor der Tür. Das bedeutet, dass in Zukunft das Gas in Österreich 3 bis 4-mal so teuer ist wie in Deutschland. 3 bis 4-mal so teuer. Und Sie wissen, wie die österreichische Industrie mit der deutschen Industrie verflochten ist. Wir sind Paradezulieferland für die deutsche Industrie, insbesondere im metallurgischen Bereich, aber in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Bei diesem Gaspreisunterschied ist unsere Industrie nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber der deutschen Industrie. Nicht mehr konkurrenzfähig. Das würde heißen Arbeitslosigkeit, Betriebe, die zusperren, herausragende Hightech-Betriebe, wo es keine besseren gibt in Europa, müssten zusperren wegen dieser Differenz. Und was sieht unsere Bundesregierung dafür im Budget vor? Nichts. Es gibt kein Budget für einen Gaspreisdeckel in Österreich. Die Bundesregierung legt ein Budget vor, das nicht vorsieht, hier irgendetwas zu unternehmen. Das ist eine wirtschaftspolitische Katastrophe, geschätzte Damen und Herren. Eine wirkliche Katastrophe für unser Land. Und Sie sehen, das ist ein Budget, das nicht mehr aktuell ist, das vorgelegt wird. Und Sie werden eine Gaspreisbremse machen müssen. Es wird nichts überbleiben. Hätten Sie diese Gaspreisbremse, so wie wir es schon seit Monaten vorschlagen, schon früher gemacht, hätte man sich die Einmalzahlungen erspart und hätte sich jetzt erspart, nachziehen zu müssen. Das ist das Problem, das wir derzeit haben. Und das ist das, was Österreich und den Menschen in Österreich sehr, sehr viel Geld kosten wird. Der Zwang nachzuziehen, der ist da. Das Geld ist aber schon ausgegeben worden für Einmalzahlungen. Und das ist etwas, was für Österreich wahrscheinlich eine extrem kritische Situation heraufbeschwören wird. Geschätzte Damen und Herren, wenn das Budget in Zahlen gegossene Politik ist, ist das die Selbstaufgabe der Bundesregierung. Und es wäre vernünftig, sagt es des Öfteren, aber noch nie mit derartiger Intensität wie jetzt,
Sie würden beiseite treten und den Weg für Neuwahlen freigeben. Dieses Land braucht eine Regierung, die handlungsfähig ist und die die Probleme der Zeit erkennt, die nicht zerstritten ist und die nicht reine Showpolitik betreibt und die selbst dann, wenn sie was macht, das vernünftig macht. Und an einem Beispiel möchte ich noch erläutern, dass Sie nicht einmal das bei Ihren Lieblingsprojekten zustande bringen. Das Problem ist beim Klimabonus, dass scheinbar hier allerhand schief läuft. Es ist aus den Murks bei den Corona-Hilfen nichts gelernt worden, überhaupt nichts gelernt worden. Ich frage Sie, warum gibt es so Unmengen von Berichten von Menschen, die Finanz-Online-Konten haben, die registriert sind und die trotzdem so Dexo-Gutscheine zugesendet bekommen, sich trotzdem bei der Post anstellen müssen und trotzdem teilweise, obwohl sie sich anstellen, dann das Geld nicht bekommen. Warum gibt es das? Die Österreicherinnen und Österreicher werden von der Regierung in Warteschlangen geschickt. Das übrigens beim Aufbranden der neuen Corona-Welle. Und man muss sich fragen, wem nützt das eigentlich, dass hier so agiert wird? Wir haben festgestellt, dass kolportiert wurde, die Firma Sodexo hätte für diese Umsetzung 21 Millionen Euro bekommen. Frage ist, wieso? Und warum wurden so viele Gutscheine ausgesetzt? Wir haben ausgeschickt. Wir haben eine parlamentarische Anfrage dazu gestartet, die sich darum kümmern wird, das zu hinterfragen und die auch hinterfragen wird, weil das ist das Nächste. Warum war es notwendig, für die Online-Überweisungen ein privates Unternehmen zu beauftragen, wo doch die Möglichkeiten der Hoheitsverwaltung bei Weitem besser gewesen wären, das zu tun und welche Datentransfers hat es da gegeben? Sie sehen also, geschätzte Damen und Herren, selbst bei dem, was Sie tun, schaffen Sie es nicht, etwas gut zu tun. Und bei dem, was Sie nicht tun, riskieren Sie die Zukunft Österreichs, die Zukunft der österreichischen Wirtschaft, die Zukunft der österreichischen Arbeitsplätze, die Zukunft der Menschen in Österreich.